Heute werfen wir einen Blick auf das Neueste vom Artificial Intelligence Day, der letztes Jahr stattfand. Heute werden wir die gezeigte Spitzentechnologie besprechen, darunter die fantastischen Fähigkeiten des Dojo Supercomputers, die Welt durch die Augen des Tesla-Roboters namens Optimus und die neuesten Fortschritte bei vollständig autonomen Fahrzeugen. Mit so viel zu behandeln, lassen Sie uns gleich eintauchen. Aber bevor Sie dieses Video starten, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und alle Benachrichtigungen einzuschalten, damit Sie die neuesten Tesla-Neuigkeiten nicht verpassen. Lass uns gehen! Wie üblich hat Tesla während des Tesla AI Day Ende 2022 Eindruck hinterlassen, und ich wollte darauf zurückkommen, um gemeinsam zu besprechen, was wir sehen könnten, während wir auf den nächsten Tag warten. Von den vielen aufregenden Ankündigungen wird am meisten über das Debüt des Optimus-Roboters gesprochen. CEO Elon Musk und sein Team von Ingenieuren haben einen humanoiden Roboter vorgestellt, der selbstständig laufen und sich fortbewegen kann. Während einige erwarteten, einen voll funktionsfähigen Tesla-Roboter zu sehen, war das Gezeigte tatsächlich nur ein Prototyp, bekannt als Bumble C, der aus handelsüblichen Roboterteilen gebaut wurde. Trotzdem überzeugte der Prototyp durch seine Fähigkeit, ohne Stützstreben zu gehen. Dann wurde ein fortschrittlicherer Prototyp vorgestellt, der dem endgültigen Design des Tesla-Roboters sehr ähnlich war. Dieser schlanke und stromlinienförmige Prototyp konnte für eine begrenzte Zeit stehen und sich bewegen. Und Elon Musk sagte, dieser Prototyp sei eine genauere Darstellung des endgültigen Designs. Von da an berührte die Präsentation die eher technischen Aspekte des Roboters, einschließlich des Innenlebens, seiner Bewegung und der Feinheiten seiner manuellen Aktuatoren. Das wirklich herausragende Segment war jedoch die Demonstration, wie Optimus die Welt wahrnimmt und sich durch sie bewegt. Darüber hinaus wurden die Zuschauer an die ehrgeizigen Pläne für die Verwendung von Optimus erinnert, wie zum Beispiel das Ausführen gefährlicher oder mühsamer Aufgaben in der Nähe von Menschen. Und um dies zu erreichen, benötigte der Tesla-Roboter ein Navigationssystem, das die räumlichen Hinweise des Menschen widerspiegelt. Glücklicherweise hatte das Team bereits eine Software namens Vision integriert, die das gleiche Autopilot-System wie in Tesla-Autos verwendet. Wie andere moderne Roboter wurde Optimus mit LiDAR und Radarsensoren ausgestattet. Er hatte jedoch auch drei Kameras, die es ihm ermöglichten, seine Umgebung vollständig zu überblicken. Zwei Seitenkameras und ein zentrales Fischaugenobjektiv lieferten ein Sichtfeld, das 180 Grad zu überschreiten schien. Seine Fähigkeit, im 3D-Raum zu navigieren und mit Objekten zu interagieren, wurde durch das Visionssystem von Tesla ermöglicht, das Mustererkennungs- und Kantenerkennungsfunktionen bereitstellte. Von da an gaben die während der Präsentation gezeigten Videos einen Einblick in die Fähigkeiten des Roboters und schienen darauf hinzudeuten, dass er reibungslos lief. Den Teilnehmern wurde auch das Weltbild des Roboters vorgeführt, der Objekte in seiner Umgebung erkennen und farblich kennzeichnen konnte. Im ersten Clip sind Menschen in Grün, Pflanzen in Rot und die Gießkanne in Blau dargestellt. Der Schreibtisch, der Blumenkasten und die Wände waren weiß und der Boden lila. Dies zeigt, dass der Roboter sich seiner Umgebung voll bewusst ist und in der Lage ist, zwischen verschiedenen Objekten um ihn herum zu unterscheiden. Um die Navigationsfähigkeiten des Roboters weiter hervorzuheben, platzierte das Team Kameraeingänge über einem Rendering des 3D-Vektorraums, der vom Computer verwendet wird. Dadurch war es möglich, die Umgebung des Roboters aus der Vogelperspektive zu betrachten und das Video der Kamera sofort in einen dreidimensionalen digitalen Raum umzuwandeln, ähnlich wie bei Navigationssystemen in Autos. Die Fähigkeit des Roboters, Menschen als grüne Pixel und Hindernisse als weiße Pixel zu erkennen, sowie die Verwendung von Kantenerkennung, um einen direkten Weg durch den Raum zu verfolgen, unterstrichen seine fortschrittlichen Navigationsfähigkeiten. So beeindruckend die technischen Vorführungen des Tesla Bot Optimus auch waren, der innovative Ansatz bei dessen Bau und Skalierung sollte nicht übersehen werden. Das ursprüngliche Konzept und die Designplattform verwendeten halbeffizielle Komponenten mit dem Ziel, einen Haushaltshelferroboter zu schaffen, der sowohl erschwinglich als auch massenproduzierbar ist. Diese Sichtweise weicht von anderen Robotern ab, wie sie beispielsweise von Boston Dynamics und Honda entwickelt wurden und die oft eher als technische Vitrinen denn als Konsumgüter konzipiert sind. Tesla wollte den Markt genauso revolutionieren wie Elektroautos und als erstes Unternehmen humanoide Roboter in Serie produzieren. Der Designprozess war iterativ und führte in nur 6 Monaten vom ersten Konzept zu einem funktionierenden Prototyp. Der zweite Prototyp wurde mit dem Ziel entwickelt,
Kosten zu senken und die Produktion zu vereinfachen, ähnlich wie bei Elektroautos. Der Fokus auf Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit hebt den Tesla-Roboter von Mitbewerbern ab, von denen viele seit Jahren an ihren eigenen Designs arbeiten. Tesla-Ingenieure ließen sich von ihren eigenen Elektroautos inspirieren und stellten fest, dass sie bereits Roboter auf vier Rädern bauten. Sie fanden dann einen Weg, diese Technologie anzupassen und auf zwei Beine zu stellen, was zu einem voll funktionsfähigen, autonomen humanoiden Roboter führte, der seine Umgebung in weniger als einem Jahr erkennen konnte. Ein weiterer wichtiger Aspekt des KI-Programms von Tesla ist der Dojo Supercomputer, der sich seit dem KI-Tag 2017 in der Entwicklung befindet. Ursprünglich als KI-Trainingstool eingeführt, führt es Simulationen auf der Grundlage von Daten aus der realen Welt durch, um Teslas KI-Programm für selbstfahrende Fahrzeuge zu trainieren. Dazu verwendet es riesige GPU-Farmen, die aus NVIDIA-Grafikkarten bestehen, die nicht speziell für die Aufgabe entwickelt, sondern von Teslas Team angepasst wurden. Eine der größten Herausforderungen bei der Verwendung von GPUs zum Lernen von KI ist der Engpass, der durch die Zeit verursacht wird, die für die Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten benötigt wird. GPUs müssen mit ihren eigenen Speichern kommunizieren, dann Daten zwischen Karten im selben Rack austauschen und schließlich zwischen Racks kommunizieren. Dieser hohe Datenfluss kann den Prozess erheblich verlangsamen. Laut Tesla dauerte das Training für jedes Fahrszenario in der Regel etwa einen Monat, was für die schnelllebige Natur der KI-Entwicklung nicht effizient genug war. Um dieses Problem zu lösen, begannen Tesla-Ingenieure mit der Entwicklung eines speziell gebauten Supercomputers, des Dojo, mit Schwerpunkt auf Dichte und Skalierbarkeit. Um dies zu erreichen, haben sie die Art und Weise, wie die verschiedenen Verarbeitungskacheln und Chips zusammenpassen, neu gestaltet. Tesla erklärte, dass ein Engpass durch andere Halbleiter verursacht wurde, die Strom und Daten in die gleiche Richtung senden, während Dojo-Chips Strom und Wärme jetzt vertikal bewegen, während Daten seitlich durch den Wafer, in den sie eingebettet sind, übertragen werden. Der Bau der Dojo-Boards selbst erforderte eine Reihe komplexer Schritte, aber das Endergebnis ist eine extrem dichte und leistungsstarke Maschine. Durch die Vereinigung von 6 Laufwerkskacheln in einem einzigen Einschub kann es 4 Racks mit NVIDIA A100 GPUs in Bezug auf die Verarbeitungsleistung vollständig ersetzen. Durch die Platzierung von 2 dieser Tablets in einem Dojo-Schrank wurde die einmonatige Trainingszeit auf weniger als eine Woche verkürzt. Eine einzelne Dojo-Kachel konnte Aufgaben, die ein typisches 24-GPU-Rack etwa 150 Mikrosekunden dauern würde, in nur 5 Mikrosekunden erledigen. Benchmark-Tests zeigten, dass die Dojo-Chips den NVIDIA A100 bei der Analyse von Daten aus der realen Welt um fast das Vierfache übertrafen und mit dem Hinzufügen weiterer Platten weiter an Leistung zunehmen. Tesla-Ingenieure verschieben ständig die Grenzen der Technologie und ihr neuestes Projekt bildet da keine Ausnahme. Sie entwickeln eine neue Technik zum Übertragen von Daten zwischen mehreren Schränken, die Engpässe beseitigt, wenn eine vollständige Einheit von Dojo-Racks in einem Cluster von 10 anderen Schränken platziert wird. Diese als Exoport bekannte Konfiguration wird die Kapazität haben, eine Rechenleistung von einem Exaflop zu erzeugen, was den gleichzeitigen Berechnungen von einer Milliarde Menschen entspricht, die auf ihrem Taschenrechner auf die Schaltfläche gleich klicken. Mit dieser Rechenleistung plant Tesla, bis Ende nächsten Jahres den ersten vollständigen Exoport zu bauen, um die derzeit verwendeten 72 GPU-Serverschränke zu ersetzen und seine Trainingskapazität mehr als zu vervierfachen. Das Unternehmen plant, 7 dieser Exoports in seinem Werk in Palo Alto, Kalifornien, zu bauen. Zusammen mit Project Dojo demonstrierte Tesla auch neue Trainingsmethoden für seine selbstfahrende Software, bekannt als FSD. Sie demonstrierten eine neue Möglichkeit für die KI, aus realen Situationen zu lernen, was die Tesla-Ingenieure begeisterte. Das FSD-System ist weitgehend visuell und verwendet 8 Kameras, um alles im und um das Auto herum zu erfassen und der KI zu ermöglichen, Entscheidungen zu treffen. Um ein exzellenter Fahrer zu werden, muss das System jedoch auch trainieren und aus seinen Fehlern lernen, wie menschliche Fahrer. Tesla verwendet derzeit GPU-Serverfarmen, um mit Hilfe von Videomapping-Tools und der Hilfe von Künstlern virtuelle Umgebungen zu erstellen, in denen FSD-Software üben kann. Eine der größten Herausforderungen bei diesem Prozess sind die enormen Datenmengen und die erforderliche Rechenleistung. Normalerweise braucht ein Künstler 2 Wochen, um eine einzelne Szene fertigzustellen, aber dank neuer Software-Tools kann Tesla jetzt den größten Teil von San Francisco in einer Woche simulieren, wobei nur eine Person für die Ausrüstung verantwortlich ist.
Die Fortschritte von Project Dojo werden sich auch erheblich auf die anderen KI-Bemühungen von Tesla auswirken und die Entwicklung seiner Selbstfahrsoftware weiter beschleunigen. Die KI-Arbeit des Tesla-Teams ist miteinander verbunden, und es ist spannend zu sehen, wie eine Innovation zu einer anderen und noch einer weiteren führt. Und du? Was halten Sie von diesen Projekten? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich. Wie auch immer, vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben, und vergessen Sie nicht, alle Benachrichtigungen zu abonnieren und zu aktivieren, damit Sie die neuesten Tesla-Nachrichten nicht verpassen.